Ja, liebe Leute, und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Uncharted 4. Dann hau ich hier meine rein. Okay. Haufenweise Ereignisse. Eins kommt nach dem anderen, sie überschlagen sich. Jetzt sind wir nur noch zu dritt. Sam, den hat die Gier gepackt, der will doch noch unbedingt den Schatz haben. Und hat sich von der Gruppe entfernt. Ja, und wir laufen jetzt hier rum in der alten Kolonie und weiß auch nicht. Schauen einfach ein bisschen. Da ist wieder so ein Wagen, das ist schon sehr verdächtig. Wahrscheinlich muss ich den gleich wieder irgendwo hinschieben. Nö, gleich auf der anderen Seite. Ja, genau, da an die Wand. Komm schon! Warte, wir helfen dir. Warte, wir helfen dir. Oh, toll. Das wird jetzt richtig flott gehen. Sind wir zu dritt? Na ja. Der Controller zittert und vibriert. Er saugt direkt den Akku leer. Gut, wir haben es geschafft. Moment! Ich hab's! Geil. Okay. 300 Jahre alte Bremse. Geht noch. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das wird nicht halten! Nate, los! Ich hab's! Los! Mist. Der Quatsch ist. Das wäre cool, wenn der explodiert. Nee. Gott, verdammt. Und wie zum Teufel sollen wir da jetzt drauf kommen? Ich hätte ein Seil. Genug Zeit. Nate. Nein, nicht ganz allein. Hör zu, ich komme gleich zurück, okay? Er wird nicht ohne Kampf hier weggehen. Dann kämpfe ich mit ihm, wenn es sein muss. Aber so oder so, ich hole ihn zurück. Bring das Flugzeug so nah an den Berg ran, wie es geht. Und dann nichts wie weg hier. Also das Übliche, ja. Das ist nicht fair. Hä? Der Abwasch, du bist dran. Und wehe dir, du kommst nicht zurück. Ich liebe dich. Oh. Ich könnte kotzen von so einem Geschnulze. Okay, alleine haben wir schon lange nicht mehr gespielt. Oh, meines Bruders Hüter. Okay, alles klar, ich weiß, wie es weitergeht. Wir werden den finden, mit dem Reden oder den wieder aus Rafe seinen Händen befreien. Und ja, noch eine Schlägerei, eine Schießerei. Vielleicht gibt es gar keinen Schatz, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Und dann war es das wahrscheinlich. Sind dann doch schon recht weit. Oh, was ist das? Hey, was ist das? Fußspuren. Sam! Verdammt! Ich bin sicher, er ist schon über alle Berge. Zack. Geht's da rein? Geht's mal rein, Leute. Gruseligen Berg, Sam retten und dann nichts wie weg hier. Ja, morgen werde ich über all das lachen. Wahrscheinlich nach oben, oder? Ja. Cool. Wirklich cool wieder. Auch grafisch, landschaftlich ist das sowas von genial dargestellt, wenn man da wieder anguckt, hier dieser Regenwald oder dieser Tropenwald oder was auch immer ist, der da so im Nebel eingehüllt ist. Wirklich geil. Ist ähnlich wie da, wo ich herkomme, da hat es auch so ausgeschaut. Das erinnert mich schon sehr an zu Hause. Ist schön, wirklich schön. Dann los. Zurück auf der Spur. Was? Die Fußspuren enden hier. Oh, komm schon. Wow, schaut toll aus. Ach, wenn das nicht klasse ist. Grafisch wirklich ultra anspruchsvoll. Geil gemacht. Und jetzt?
Da komme ich dann nie im Leben rüber. Ja, und nu? Ach, kann ich mich da abseilen? Ah, da geht's runter. Aber auch nicht viel. Also ich bin da so gerade hochgeklettert. Ah, hier hin. Hä? Ich probiere es mal. Oh, nee, das war nix. Na hopp, auf geht's. Müssen wir da rauf, oder? Ich lasse mich einmal baumeln, weil alles andere macht ja irgendwie kaum Sinn. Ja. Bisschen länger. So, und? So schaut's gut aus. Jawohl, alles klar, sind wir oben. Und wo lang? Wieder darunter? Nee, aber wahrscheinlich irgendwo hier entlang. Gut, erstmal da drauf und schauen wir, was hier uns mal wartet, okay? Wow! Knapp, 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 oder Leute? Das war knapp. Das war knapp. Geil gemacht. Absolut geil gemacht. Nochmal Fußspuren, oder? Naja, immerhin bist du nicht abgestürzt. Das ist gut. Jetzt kann ich... Ui, okay. Und jetzt? Kann ich da so rüberspringen? Tatsächlich. Ja, Wahnsinn. Geil, also es ist... Ja, ich will da nicht langweilen mit diesen Lobeshymnen, aber das Spiel ist halt echt klasse. Das kann ja eigentlich nur jedem gefallen, oder? Okay, ich springe jetzt und halte mich dann da wahrscheinlich da unten fest. Ja. Verdammt nochmal. Sind wir da jetzt in diesem geilen Felsen eigentlich drin? Ui, hier entlang. Nach oben geht's. Meine lieben Zuseher. Ich hoffe, dass dann doch irgendwie 14, 15 Leute das Video angeschaut haben. Was ist denn jetzt, der Lumpensammler? Geht er da rum? Okay, ich weiß nicht, was los ist. Zieh dich mal da rauf, dann spring mal. Schaffen wir den Sprung? Aber hallo, sowas von. Was ist das? Noch mehr Fußspuren? Inselhopping. So. Mehr Fußspuren. Mehrere? Ja, okay, aber immer vom selben Schuh. Das heißt, da ist der Bruder alleine rein. Tja, dann mal rein. Dann mal rein. Okay. Hey Sam! Was erwartet uns hier? Eine einstürzende Brücke? Ja. Ich habe es irgendwie geahnt. Wie schaut es da aus? Kommen wir dann nochmal zurück im Zweifel? Werden wir sehen. So, da werden wir. Also wir sind auf jeden Fall richtig. Okay, dann mal los. Wird er wieder gerutscht? Ja, der wird gerutscht. Passt. Sam! Der wird hier schon irgendwo rumlungern, der Typ. Bricht es ein. Ui, ui. Okay. Zack, Hammer. Das ist halt die Frage. Eventuell ist der Bruder über die Brücke gekommen. Ja, ziemlich sicher sogar. Und wir nicht. Ist der da unten? Nach unten oder oben? Ich lasse mich mal fallen. Oh, geil. Da geht's rein. Ich schwöre dir, Sam, wenn Ray von der Dean dich nicht töten, tue ich es. Wahnsinn.
Da kommt er nicht rauf, oder? Doch, Gott sei Dank. Ich habe so wenig Bock mehr auf Kisten schleppen. Dann, wie geht's weiter? Klare Sache. Aber ich kann doch nicht so weit springen, oder? Nö, ich lass mich mal da dezent runterplumpsen. Okay. Kleine Höhle hier oder sowas. Das können wir mittlerweile auch ganz gut. Hammer. Geil. Da springe ich einfach drüber. Leute, passt auf. Und ja. Geil. Da unten oder oben? Oh Gott, das ist schwerer, als es aussieht. Nee, nach unten. Das schaut nicht so aus, ob es da großartig weitergeht. Dann auf geht's. Zack, 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 zack. Oh, oh. Wow, geht das tief runter. Keiner, der schreit. Ist ja keiner dabei. Also. Komm schon. Wo lang müssen wir? Das ist schwerer, als es aussieht. Krass dich da rein. Ah, okay. Man hat da nicht viele Versuche. Wenn es einmal nicht passt, dann passt es nicht. Wo müssen wir hin? Wahrscheinlich irgendwie da rum, oder? Ja. Achtung. Knappe Sache diesmal. Komm schon. Okay, das haben wir. Aber jetzt hängt er da gut fest. Na, kletter rüber, Junge. Kletter rüber. Was ist los mit dir? Nochmal ein Stück zurück. Gehen wir mal eins runter. Probieren wir es nochmal. Jetzt klappt's. Okay. Halt runter. Und zack. Wow, wie geil. Also, unglaublich. Wo muss ich denn hin? Baumel da irgendwo im Nirgendwo. So. Jetzt ist die Frage. Das soll rutscht wieder runter. Wo muss ich da entlang? Den nächsten. Sehe ich das? Soll ich den Sprung wagen? Ich kann es ja mal probieren. Schaut so aus, als ob das wirklich die einzige Möglichkeit wäre. Oh, verdammt! Nein, ich habe zu früh losgelassen. Jetzt muss ich gleich nochmal springen. Ei! Ei, ei, ei! Alter Verwalter! Alter! Okay. Und hoch. Und hoch und hoch und hoch. Geschafft! Ich weiß zwar nicht wie, aber ich hab's geschafft. Na, jetzt müssen wir doch auch langsam am Ziel ankommen, oder? Was haben wir hier Schönes? Da machen wir uns fest. Und dann klettern wir anscheinend. Also das ist ja unglaublich geil gemacht. Diese Löcher in der Erde. Gut, ich lasse mich mal da runter. Da ist das Piratenschiff. Hä? Oh mein Gott, das ist Averys Schiff. Cool. Mehr als cool eigentlich. Ultra cool. Ich weiß auch, wie wir hinkommen. Okay. Und jetzt, okay, da bin ich jetzt. Das Problem ist. Ah, okay, ich komme da nicht weiter. Jetzt versuche ich mal loszulassen. Ah, jetzt hat er sich wieder eingehängt. Loslassen. Okay, nimm den Stein. Den Stein. Okay. Geile Optik. Wirklich grandios gemacht. Und hepp. Dann lasse ich los. Da entlang. Bombe. Also, die Entwickler haben sich dermaßen was einfangen lassen. Programmierer, Leute, die für die Grafik zuständig sind. Es ist unglaublich. Geil. Geile Perspektive. So weit weg. Sieht den ganzen Felsen. Das taugt halt einfach nur noch.
Und schnell weg. Das war viel zu knapp. Da geht's rein? Nee, da geht's nicht rein. Wir müssen ja auch eigentlich Richtung Schiff kommen jetzt. Also, ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber ich kann mir irgendwie vorstellen, dass der Schatz verloren geht. Anscheinend, vielleicht geht das Schiff dann da noch weiter unter. Obwohl, da kann es ja gar nicht weiter untergehen. Das ist ja schon am Grund. Oder wird verschüttet, vielleicht sowas. Also ich meine irgendwie, man kann das nicht erreichen. Probieren wir das aus. Okay. Uiuiui, uiuiui. Oh, kann ich mich da... Uiuiui, verdammt. Oh nein. Boah, das ist mehr als geil gemacht. Wohin? Leute, ich weiß nicht, wohin. Nein. Oh, ich hab's. Nicht. Ich hab's geschafft, oder? Ich hab's geschafft. Cool. Bin ich unten bei dem Schiff? Hast du das wirklich alles gemacht, Sam? Ich glaube kaum. Wahrscheinlich hat er einen trockenen Weg genommen. Geil. Wirklich super. Ich muss sagen, da freue ich mich, wenn ich das nachher nochmal angucken kann. Weil es halt sowas von genial gemacht ist. Oh, das ist ein Schatz, cool. Den war ich ja gar nicht aus. Schätzen habe ich ja schon lange nicht mehr gesucht. Mal gucken, vielleicht da durchtauchen, oder? Ja. Wahnsinn. Wirklich super geil. Ah ja, ich sehe schon, wo es weitergeht. Da durch die enge Ritze. Oh, sind wir schon im Schiff? Bald fertig. Das ist die letzte. Okay, die Trotteln. Wenn wir uns beeilen, holen wir die anderen noch ab. Sam hat sich gerade unser verdammtes Boot geschnappt. Er will zu Averys Schiff. Komm. Lass ihn. Wir sind fertig. Wir sind fertig. Die meisten meiner Männer sind tot. Und wer noch lebt, ist abgehauen. Siehst du das da? Das Ende ist buchstäblich in Sicht. Dein wahnsinniger Pirat hat die gesamte Höhle vermint. Ich setz keinen Fuß auf sein Schiff. Nadine, wenn du hier und jetzt abhaust, war der Tod all deiner Männer, alles, was wir getan haben, umsonst. Wir haben hier Gold im Wert von Millionen. Das und lebendig zu sein reicht mir. Kein Wunder, dass dir die Männer abhauen. Wie bitte? Wir stehen kurz davor, Geschichte zu schreiben, und du gibst dich mit einem Almosen zufrieden, einem Bruchteil von dem, was Sam auf dem Schiff erwartet. Wenn er es lebend von diesem Schiff hinunterschafft, kann er es haben. Dann hat er sich's verdient. Ganz im Gegensatz zu dir. Jetzt hör zu. Wir können den ganzen Tag lang hier stehen und uns beleidigen. Oder wir beenden das, was wir... Wir werden's beenden. Sorry, man. Ja. Mit Söldnern ist das so, Nadine. Ihre Loyalität ist käuflich und nicht verdient. Und jetzt komm. Entweder wir beenden das hier gemeinsam, oder wir beenden es gleich hier. Lass uns Geschichte schreiben. Braves Mädchen. Nach dir. Okay, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Streit unter den Ganoven. So, können wir uns auch wieder bewegen. Beziehungsweise können hier schon beenden. Liebe Leute, ich mache hier einen kleinen Cut. Morgen 20 Uhr gibt es die nächste Folge.
Vielen Dank fürs Reinklicken. Ciao, Servus, bis später.